sind schon wieder ein paar Meter vorangekommen und hier geht's Richtung See-Village. Da müssen wir hin. Da ist nämlich eine Zwischenstation. Da ist eine Zwischenstation. Ruckelt gerade ein wenig. Warum denn das? Sonst ruckelt das doch nie hier. Also das ist wahrscheinlich wegen den ganzen neuen Bäumen oder beziehungsweise den neuen Chunks. Hier oben auf dem Berg, da nimmt Zeron auf. Also der Opa Zeron. Ne? Ich bin ja nur ein Onkel. Guck mal, hier ist auch eine Lore. Hier sind auch Betten. Guck mal, dann nehmen wir uns doch gleich mal eins raus. Super. Finde ich cool, den Service hier. So, setzen wir uns hier mal eine Lore hin. Wir fahren immer ein bisschen Bahn. Juhu! Hier ist das Haus, das, ich glaube, das ist das Fürstenhaus von Ezidia. Das ist das Fürstenhaus von Ezidia. Wir fahren jetzt in dieser Folge viel mit der Bahn. Wir sind im örtlichen See-Village. Hier ist auch viel entstanden hier. Die Burg von Mad Max. Dann hier das Häuschen und das ist von vor uns auch schon ein bisschen weiter entstanden. Ich weiß jetzt auch gleich mal gar nicht, wer hier das Häuschen gebaut hat. Genau, hier geht's durch. Das ist auch ein Haus von mir. Auch ein Feld von mir. Genau, wir sind jetzt hier im Bahnhof von See-Village. Bauen wir unsere Lore ab. So. Sind wir voll? Ich bitte euch. Ja, die Kakteen wollen wir mitnehmen. Die Cobblestone. So. Das da hin. Das da hin. 1, 2, 3. Perfekt. Das klappt super. Es ist deshalb jetzt so insgesamt. Mal bitte hier noch drei Antriebsschienen reinsetzen. Dass man hier auch ordentlich stoppen kann. Und die Schilder kann man ja mal. Machen wir mal. Hier, ich hab euch mal hier, oder, nehmen wir mal mit. Wartet mal, nehmen wir mal mit. Das wird nämlich noch mehr. So, da kann man nämlich jetzt hier so und dann bleibt mir stehen. Und dann kann man so machen. Ja. Hier vorne ist auch noch ein Bahnhof. Hier ist der Jitwaya, das ist so ein Fluss hier. Hier hat alles bei uns einen Namen. Ja, hier war mal ein Bahnhof, aber der ist irgendwie aus Gründen nicht mehr passierbar. Oh, es ist Nacht. Es dauert noch ein bisschen, bis wir am nächsten Bahnhof sind. Das ist jetzt ein bisschen produktiv gewesen. Na gut, da müssen die jetzt mal durch. Bahnhof ist ja von hier so 1-2 Kilometer entfernt. Ich muss schon mal die Minimap ein bisschen ranholen. Doch nicht. Oh, hier bauen wir schon. Hier bauen wir schon. Da irgendwo der Bahnhof. Oder? Hier bauen wir schon. Okay. Gucken wir uns alles mal später an. Ich darf nur auf die große Karte gucken. Da fahren wir gerade. Hier ist der Bahnhof. Okay. Hier bauen wir welche.
Lore sammelst mal am letzten auf. Das ist mal am besten. So, tun wir das wieder so machen und so und dann die 3, meine Lore. Und hier ist dann ausgeschildert nach alten Hütten da lang. Nehme ich die da lang. Und ja, genau. Weiter geht's. Hier sind die großen Tiger. Ja, großes Tiger-Biom. Potzone und großen Fischen. Und hier vorne ist ein Skelett. Genau, das sind nämlich die Nova-Auen. Und das ist auch die Nova-Auen-Tiger. Hier wollte jemand lustig mit Fackeln setzen. Brett vor den Kopf. Nova Auen. Hühner. So, der nächste Bahnhof, der verändert wird. Und weiter geht die Fahrt. Genau. Nach hier. So, jetzt können wir uns ein bisschen entspannen und hier können wir die Fahrt genießen. Hier. So. Jetzt nehme ich jetzt ein wenig weit. Wir wollten eigentlich schlafen, ne? Wir wollten schlafen. Oh nein. Der nächste Bahnhof ist ein bisschen weit weg. Sehr weit sogar. Der nächste Bahnhof. Wir sind da. Der nächste Bahnhof. Hier müssen wir lang. Da müssen wir lang. Hier ist der nächste. Hier ist der nächste Bahnhof. Ich muss jetzt mal hier. Oder? Tag? Ist Tag? Guck mal, hier vorne ist eine Lore. Lore? Guten Tag. Wie ist er aufgesammelt? Nee. Na, bleibt es vom nächsten. Da bleibt es vom nächsten. Die Bigang HD, den werden wir wahrscheinlich auch gleich antreffen. Haben wir die. Jetzt ist die größte. Unterirdisch weiter. Noch einen schönen Blumenwald. Und jetzt geht es nach unten. Und hier ist eine Schlucht, die erkundet werden will. Wir sind jetzt ein wenig weiter unten, weil wir gleich unter das Meer kommen. Über uns müsste die Oma Luise sein, irgendwo. Vielleicht sehen wir das auch, sie hat einem heute erzählt. Sie hat sich hier irgendwo runtergegraben. Hier war Eisen in der Wand. Könnt ihr euch alles rausschlagen, ne? Ich möchte das nicht haben. Hier, Eisen. Ich hab genug. Hier ist eine Creeper-Höhle. Das ist natürlich nicht schön. Habt ihr ja mal kurz gesehen? Die hat sich jetzt bestimmte Oma Luise runtergegraben. So, meine Freunde, jetzt mehr im Ozean. Und hoffentlich bekomme ich jetzt keine Abwehrlähmung, weil hier vorne ist nämlich gleich so ein Unterwassertempel. Und hier ist das Lehmbiom. Und da müssen wir nämlich erstmal eine Milch trinken. Wenn wir zu Hause ankommen. Also neun zu Hause. Und
natürlich Ewigkeiten dauert. Aber nehmen wir vielleicht Ablehnung und bekommen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann!